Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer Folge The Textor Cyst, The Story of Rybibia. Ich habe das Spiel zugeschickt bekommen, das kommt jetzt an Valentinstag raus und in diesem Spiel geht es anscheinend darum, ich kann Press Start nicht drücken, dass man Texte eingeben muss. Ich komme hier nicht aus dem Bildschirm raus. Nein, will ich nicht. Oh Gott, muss ich das mit dem Controller spielen? Ja, okay, interessant. Wie auch immer das gehen soll mit dem Controller, wenn ich da Texte eingeben soll. Kein Plan, Leute. Es soll Bosse geben. Ich habe noch gar keine Ahnung. Ich habe noch überhaupt nicht reingeguckt, aber es gibt anscheinend eine tolle Story. Glatzenkopf. Okay, wir können tatsächlich uns bewegen. Gerade sieht das noch ein bisschen aus wie so ein Boxspiel oder GTA 2 oder so. Oh nein, ich bin in großen Schwierigkeiten. Hey, oh, du wirst mir nie glauben. Oh Mann, du weiser Mann der Kirche. Wieso hat er so eine Penisnase? Ich wollte mir Medizin kaufen, weil meine Schwester ganz doll krank ist. Aber dann, was ist passiert? Okay, Textorzist ist anscheinend angelehnt an Exorzist. Oh, das ist hier gerade noch die Anfangsstory. Oh, ich habe schlechte Manieren. Ich habe gesagt, ein Typ von Gott. Und so. Ihr habt doch ganz viele ökonomische Ressourcen, oder nicht? Naja, wir reden anscheinend nicht viel. Du bist doch ein heiliger Mann. Du solltest mir doch helfen, oder nicht? Naja, egal. Ich will Medizin. Und ich bringe dich dafür um, wenn es sein muss. Weil, weißt du, meine Schwester gibt es nicht mehr. Vergebe mir, Vater. Aber ja, gib mir dein Money. Okay, ich kann mich wirklich bewegen? Und jetzt muss ich... Okay, man kann es tatsächlich mit dem Controller spielen, aber immer nur links und rechts tippen. Angeblich soll man das auch mit Tastatur spielen können, da muss man dann die Wörter eingeben. Aber gut, so ist das auch okay, das ist ja fast schon so wie ein Rhythmusspiel. Was hast du getan? Das tut weh! Du scheinst wirklich außerhalb von deinem Glück zu sein! Ja, hier, du hast komische Pfade gewählt! Im Namen von Rybia, ich töte dich, denn ich bin ein Exorzist und hier, stirb jetzt. Ich habe die heiligen Buchstaben und werde dich damit töten. Mir doch egal, was ihr sagt, aber ich möchte doch nur dein Geld haben. Was für eine böse Macht ist in dich gefahren. Spüre mein Judgment. Nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Rechts, links, 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 rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, links, links. Okay, wir müssen ausweichen und gleichzeitig angreifen. Mega krass. Okay, links, rechts, links. Wow, ich wurde getroffen. Nein, mein Buch. Gib mir mein Buch wieder. Okay, es geht dann weiter, wo man aufgehört hat. Gut zu wissen. Und ich muss jetzt natürlich immer da unten hingucken und gleichzeitig irgendwie raffen, wo der hinschießt. Gar nicht so einfach, Leute. Und da steht bestimmt auch irgendwas ganz Tolles, was wir da gerade eintippen. Aber kein Plan was. Lol. Oh nein, ich werde sterben. Du bist ja Krazi. Der ist so ein bisschen aufgedunsen. Das erinnert mich gerade an diesen einen Anime. Psycho Pass. Da sind die auch so komisch explodiert. So, das soll dir eine Lehre sein. Okay. Achso, look. Ich hoffe, er hat was daraus gelernt. Klar. Der wird bestimmt nie wieder böse Sachen machen. Examine. Aha, das ist komisch hier. Das ist ja witzig. Okay, krasses Wasser. Ich will das nicht lesen, was du hier sagst. Cool, das war anscheinend das erste Level. Wir heißen natürlich Dis. Cool. Ich bin der dritte Platz. Ich bin richtig gut. Okay. Interessantes Spiel. Da, okay, wir sind jetzt anscheinend in unserer Kirche. Das Telefon ist ja fast schon wie Devil May Cry hier. Nur weil ein Telefon klingelt. Los, jetzt geh da hin. Ah, mein Life ist so kurz und diese Scheißtage enden einfach nicht. Mann, 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 so ein blödes Leben. Erstmal rangehen ans Telefon. Hallo, hier ist Rybibia, der private Exorzist. Hallo, mein Hausmädchen ist krank. Was? Krank? Meinst du in einer coolen Weise? Oh, ach so, er ist krank. Sie hat Fieber. Sie spuckt überall hin. Sir, ich bin ein Exorzist. Vielleicht rufen Sie lieber das Krankenhaus an. Aber sie spuckt Flammen. Das ist doch nicht normal. Oh, naja, dann, das ist was anderes.
Ich lebe in der Abwehr Street. Bitte komm her. Ich hab Bilder. Eins. Ja, ja, ich bin ja sofort da. Bis gleich. Was steht denn in unserem schönen Buchlein hier drin? Das Journal. Was steht denn da Schönes drin? Geil. Mhm, okay. Da sind unsere ganzen Aufträge drin. Also bisher finde ich das Spiel recht okay. Das ist mein Kleiderschrank. Da bewahre ich alles drin auf. Okay. Kannst du auch auf Toilette gehen? Wenn wir auf Toilette gehen können, dann ist das ein gutes Spiel. Ja, es geht. Nice. Und natürlich Hände waschen. Warum wir zwei Händewaschdinger hier haben? Keine Ahnung. Ach, das ist ein Bidet. Okay, lol. Ach, früher wusste ich nicht, was ein Bidet ist. Und dann habe ich mir tatsächlich meine Hände in so ein Bidet gewaschen. Okay, wir haben noch einen komischen Computer, aber wir hauen einfach wieder ab. Bin gespannt, ob wir da neue Sachen irgendwie bekommen, dass das wirklich so ein bisschen RPG-mäßig ist. Okay, wir wollen zur... Ja, ich will zur Apple Street. Muss ich da jetzt mit der Maus rauf? Hey, hallo. Select Location. Ah, okay. Brum, bing, brum, bing. Die Appia Street. Nice. Bam, 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 bam. Gott is watching. Wenn diese Adresse korrekt ist, dann sollte hier der Platz sein. Alles wirkt unter Kontrolle. Gehen wir doch einfach mal rein und gucken nach. Hallo, jemand zu Hause? Wer ist da? Der Exorzist ist da. Ich habe einen Anruf bekommen und ein junges Girl hat mich geflamed. Oh, danke, zwei. Kommen Sie rein, schnell. Eins. Diese Dramaturgie hier. Oh mein Gott, Geister. Sie bellt überall hin? Seit Stunden. Das ist doch Kacke. Okay, was auch immer. Ich helfe euch schon. Folgen Sie mir, bla bla. Sieht aus wie ein Pizzabäcker. Bitte, sie hat auf meine Frau gekotzt. Bitte hilf uns, schnell, schnell, schnell. Mann, jetzt lass mich endlich hoch. Ich helfe euch. Die spuckt Flamme, das ist nicht gut. Oh, das ist wirklich exorzistenmäßig hier. Hallo, ich bin der Exorzist, der gute alte Dizzy. Hi. Der Exorzist. Sieht wie so ein Zombie aus. Das ist richtig. Ich bin Dizzy, der Exorzist. Haha, bring mich nicht zum Lachen. Der heilige Exorzist. Hahaha. Woher weißt du denn meinen Namen? Halt die Fresse. Ich werde jetzt deinen Kopf in zwei trennen. Und zwar mit meiner Kotze. Okay, good luck dabei. Moment, was ist denn jetzt? Ich will mich nicht healen. Ausweichen. Rechts, rechts, links, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, links, rechts. So, stirb. I'm killing you. Oh, rechts. Links, rechts, links, rechts, rechts. Wow, okay. Ich glaube, das ist anstrengend, wenn man... Ich weiß nicht, was das ist, wenn ich hier mal mein Pentagramm irgendwie hab, mein komisches... Wow, das Ding da, was ist das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung, was das macht. Muss ich da dann in die Nähe von ihr gehen? Oder war... Keine Ahnung. Vor allem, das kommt nicht nach jedem Wort, sondern einfach immer irgendwann. So, jetzt bist du tot. Möge der böse Geist aus dir fahren. Aber... Against... Ih, nein, kotzt mich nicht voll. Auf mich voll zu kotzen. Ich muss anscheinend wirklich zu ihr hingehen? Nee. Ich muss in ihrer Reichweite sein. Tatsächlich. Habe ich dann eigentlich irgendwo Leben? Ja, unten links sieht man Leben. Oh, ich bin voll gekotzt. Ich sehe nicht, was ich schreiben muss. OMG! Hör auf, mich voll zu kotzen. Nein, please, please, stop, stop that. I don't wanna be cotzed away. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Nein, ich hab's falsch gedrückt. Oh mein Gott, mein Kuh. Ah! Aber irgendwie trifft sie mich nie. Hä? Okay, jetzt hör auf. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Rechts, 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 links, rechts, links, links, rechts, 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 links, 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 links. Stirb! Und nimm... Oh, die ist immer noch nicht tot. Wie viele Leben hat die denn bitte? Rechts, links, 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 rechts, links. Aber irgendwie sind ihre Attacken nicht ganz so gut. Rechts, links, 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 links. Rechts, links, rechts, links. Ich kann gar nicht sprechen, wenn ich mich hier so konzentrieren muss mit dem, was ich drücken muss. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und ich muss mich erstens darauf konzentrieren, was ich hier tippen muss. Und zweitens halt, dass die auch schießt. Das muss ich auch alles ausweichen. Hier, Flash und so. Du böses Viech. Böses, böses Kind. Du hast deine Mutter vollgekotzt. Das macht man nicht. Nein, böse. Und sie ist wieder ein normaler Nerd.
Warum die so hässlich sein muss, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist das bei hässlichen Leuten leichter, dass da böse, böse Dämonen einfahren. Kann ja sein. Oh Mann, die hat ja überall hingekotzt. Ja, also, ja, das stimmt, ja. Raus aus meinem Haus und nimm das Mädchen mit dir. Sie ist gefeuert. Aha, also doch ein Pizza-Lieferant. Gut, nehme ich die Frau mit. Die arbeitet jetzt für mich, haha. So, ich gehe schon. Tschüss. Ich bin nicht überrascht, dass dieser Dämon meinen Namen wusste. Why not? Okay, ich drück X, nix passiert. X, 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 X. Muss ich wohl B drücken. Okay, anscheinend gibt's hier noch einen Bug. Also wenn ich jetzt X drücke, dann passiert nichts. Ich muss also B drücken, um zu skippen. Aber ich würde sagen, oh, guck mal hier. Meins. Was ist das denn? Ich weiß nicht. Ich kann wieder nur skippen. Okay, also hier scheint das kaputt zu sein mit dem X drücken, um weiter zu gehen. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, aber ich würde sagen, das langt doch erstmal für einen kleinen Einblick in dieses Spiel. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Mal gucken, ob ich davon noch mehr mache. Ich glaube, jetzt hat man auf jeden Fall einen kleinen Einblick bekommen. Und die Leute, die es interessiert, Link zu dem Spiel zu Steam ist wie immer in der Videobeschreibung. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.